Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Gitte. Wir spielen Elex 2 und sind hier da, wo diese komische Ratte haust. Ja. Wegen der verdächtigen Berit und einer. Ich habe mit der Händlerin Berit gesprochen. Und? Was hast du erfahren? Genau. Sie sagte, ich wäre nicht der Erste, den du zu ihr geschickt hast. Du hast dich also von ihr durchschauen lassen. Ja, tatsächlich. Also muss ich davon ausgehen, dass du nichts Brauchbares aus ihr rausbekommen hast. Das bedeutet allerdings auch... kein Ergebnis, keine Bezahlung. Das verstehst du nicht. Ja, davon sind wir ausgegangen, so wie du bist. Ja, ja. Mhm. Das gleiche gilt für einer, der ist ja abgehauen. Ja. War ja auch kein Erfolg. Einer ist weggerannt, als ich ihn für dich ausfragen wollte. Wer wegen ein paar harmlosen Fragen davonläuft, hat hier definitiv nichts verloren. Ich will, dass du ihn findest und dafür sorgst, dass er nie wieder zurückkommt, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, wo du suchen sollst? Ich habe bei ihm ein Buch gefunden. Und du glaubst, das hilft dir bei der Suche? Der Einband ist aus Menschenleder. Morkon-Zeug. Hör gut zu. Ich weiß, dass wir innerhalb unserer Mauern einem Händler Schutz gewähren. Ivan heißt er. Und wie der Zufall es will, ist er einer dieser Morkons. Irgendetwas hindert ihn wohl an der Abreise. Ein Vorteil, wenn du nicht weißt, wo dieses Gesocks seinen Rückzugsort hat. Wenn du ihm hilfst, führt er dich sicher in seine Heimat und damit zu einer. Schon erledigt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich einer deswegen umlegen möchte. Nein, ganz sicher nicht. Und wir wollen uns auch nicht dieser Gruppe der Ratte anschließen. Nee, ich habe kein... dringendes Bedürfnis dazu. Dann müssen wir ja ihn letztendlich eigentlich auch warnen. Wenn der Animal einmal irgendwo ein Auge auf jemanden geworfen hat, dieser komische Rat, dann muss man um dessen Zukunft zittern. Fürchten und so. Ja... So, wir sind hier. Ja, da müssen wir im Westen über die Brücke. Ja, hier lang. Das müsste passen. Wir müssen durchs Gewächshaus durch. Oh ja, oder rechts am Gewächshaus vorbei müsste auch gehen. Oh, da war so eine rote Blume, hast du gesehen? Also nicht rote Blume, aber da. Ja. Ein Heilkraut. Ja. Na. Zieh dich doch nicht. Hallo. Und er ist immer noch. Mhm. Ja. So. Genau. Chloes Proviant ist auf dem Weg zu dir. Hat sie also doch Wort gehalten? Ja, ja. Ich frag auch nicht nach, wie du es angestellt hast. Aber weißt du, was das bedeutet?
Ich kann meine Sachen packen und nach Caracas zurückkehren. Ja. Denke, ich werde nicht lange brauchen. Einen Moment. Wartet ihr nicht mehr aufs Geld? So, das war's. Du begleitest mich doch, oder? Oder auf die Waren? Oh ja, warum nicht? Klar. Gut. Natürlich. Ich bin dabei. Gut so. Wenn du hier noch was zu erledigen hast, mach es besser jetzt. Andernfalls gib Bescheid und wir brechen auf. Ach, wir können gleich aufbrechen, oder war noch was? Nö, glaub nicht. Na gut. Lass uns nach Caracas aufbrechen. Nichts lieber als das. Die Aussicht, bald wieder bei der Familie zu sein, macht den Aufbruch leicht. Also, mir nach. Ich kann es kaum erwarten, die Tore des Forts hinter mir zu lassen. Naja. Keine Ahnung, wie es da aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so toll ist. Hoffentlich hält uns keine Wache auf. Ja, gibt es denn einen Grund dafür? Manchmal reicht es schon, wenn die Kerle mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Wenn sie Bucheinbände aus Menschenleder haben. Ja, das ist die eine Sache. Ich glaube nicht, dass sie alle haben. Also. Aber es ist eine etwas seltsame Gesellschaft, scheint schon zu sein. Das ging problemloser, als ich dachte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht freuen sich die Wachen aber auch nur, dass sie mich losgeworden sind. Sei's drum, halten wir uns ran. Zum Glück geht's bergab. Rassismus ist hier ja auch weit verbreitet. Ja, natürlich. Welche Route nach Caracas nehmen wir? Ich bin mir noch nicht sicher, aber querfeldein könnte problematisch werden. Aha. Ja, weshalb? Ich will nicht zwischen die Fronten geraten. Was meine Leute und die Berserker veranstalten, sorgt nur für gebrochene Knochen. Aber eigentlich kann man ja gar nicht. Also ich meine, ich weiß nicht, er könnte genauso gut ein Berserker sein, vom Aussehen her. Wie erkennen die sich an ihrer Kleidung? Das Fort liegt hinter uns. Geht gleich weiter, nur kurz verschnaufen. Du kannst doch noch, oder? Ja. Ja. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Sollte dir doch mal die Puste ausgehen, habe ich was für dich. Aha. Bitte sehr. Nicht mein Geschmack, aber wirkt wie ein zweiter Atem. Lass uns das Tageslicht noch ausnutzen. Okay. Wenn du willst, erzähle ich dir unterwegs ein paar Sachen. Tu das. Bist du interessiert? Nur zu. Schaden kann es nicht. Gut, das macht die Reise angenehmer. Aber genug Zeit vergeudet. Mir nach. Weißt du, ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Obwohl, warte. Lass mich raten. Du rätst? Ja, der Weg ist noch lang. Lass uns ein Spiel daraus machen. Das vertreibt uns ein wenig die Zeit. Fangen wir mit der Frage an, wo du eigentlich herkommst. Ah, das ist kompliziert. Ja. Na, keine Hinweise. Lass mich grübeln. Ein gebürtiger Outlaw bist du jedenfalls nicht. Sicher? Absolut, du bist nicht verschlagen genug. Also lass mich weiter überlegen. Nein, das ergibt keinen Sinn. Vielleicht. Kannst aber ganz schön laut denken. Halt, guck mal. Ja, guck mal, was hier ist. Glutfliegen. Da drüben. Bemerkenswerte Lotte Flora. Da drüben. Ja. Danke. Die Glutfliegen rauben einem den letzten Nerv. Ja, die sind schon etwas so als anderes Viehzeug. Ja, da gibt es noch Schlimmeres. Ich hab's. Kleriker. Ach, da mal raus mit der Sprache. Sagt dir Xarkor was? Das Heimatland der Alps. Du nimmst mich doch auf den Arm. Nein, die Alps und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit. Bei Ravak. Hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem ehemaligen Alp die Reise nach Caracas antreten würde. Verrückte Zeiten sind das. Aber jetzt muss ich die Augen offen halten. Erwartest du Ärger? Nein, ich will nur kurz Danilo besuchen. Der müsste hier irgendwo sein. Ein Freund? Kann man so sagen. Mhm.
Wie sieht dein Freund denn aus? Groß. Ich finde ihn schon. Überlass mir die Suche. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ja, ja, ich weiß, aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Noch ein Stück. Zeit für eine Pause. Wolltest du nicht einen Freund treffen? Wollte ich. Und warum sehe ich ihn nicht? Weil du auf ihm stehst. Was? Ich habe ihn vor ein paar Wochen hier vergraben. Und mein jetzt Beileid. Ausbuddeln? Nein. Nein. Mein Beileid. Man merkt, du bist kein Morkon. Wir betrauern unsere Toten nicht. Und was machen wir dann hier? Danilo erfüllt einen anderen Zweck. Er dient als Wegweiser. Besser gesagt, sein Grab. Habe in der Gegend ein paar Sachen versteckt, die vielleicht noch von Nutzen sein werden. Aha. Aber ich werde etwas brauchen, um die genaue Stelle zu finden. Du könntest dich währenddessen etwas nützlich machen. Südöstlich von hier habe ich des Öfteren ein paar Beißer grasen sehen. Da wir bald unser Lager aufschlagen werden, ist es besser, wenn sie verschwinden. Oh, gut. Ich kümmere mich um sie. Beißer können wir. Ravak Segen mit dir. Also, wenn du sie dir zur Brust nimmst, schneid ein paar Fleischbrocken raus. Müssen ja nicht unnötig hungern. Wenn die Arbeit getan ist, sieh dich nach einer Ruine im Osten um. Du kannst es dir einfach machen, wenn du immer den Klippen folgst. Dort werde ich dann auf dich warten. Gute Jagd. Oh. Ja, gut. Fantastisch. Falk. So. Weiß ich nicht, ob es fantastisch ist. Wird sich noch herausstellen. Zu sehen ist hier nichts. Dann gucken wir mal auf die Karte. Im Südosten, sagte er, richtig? Du, ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht drauf geachtet. Hast du wieder nicht zugehört? Nö, ich habe mich darauf verlassen, dass du schon zuhörst. Ach, eigentlich hätten wir doch was zu tun. Ich habe ja wieder zu Hause übernachtet. Es ist doch immer am angenehmsten. Mhm. Und da ist der Baumeister, hat gesagt, Billy Idol ist hier und schon war er weg. Aha. Na gut, wir begleiten jetzt Ivan zur Grotte und beseitigen die Beißer. Gut, da sind sie ja schon. Sind sie. Schon sieht man sie. Ja, südöstlich. Schon richtig. Na, ihr Beißerchen, wo versteckt ihr euch? Da. Och, kann er wirklich wohlgenährte auch noch. Da drüben. Ja, da verstehe ich jetzt den Hinweis mit dem... Ich helfe dir. Ja, das ist nett von dir. Einer kommt hier hoch, du kannst ihn ja nicht aufhalten. Und den hey, brauchst du nicht weiter zu schießen. Kann sich frei kümmern. Oh Mann, das war ja was. Ja, was war das denn? Hallo. Hey. Der Letzte. Gut. So. Mal sehen, ob Ivan es mittlerweile bis zur Ruine geschafft hat. Na, erst müssen wir die Beißer einfangen. Na, Falk, wo hast du ihn liegen lassen? Da. Ein Wohlgenährter, ne? Das gibt doch ein schönes Abendessen. Ja, die waren wohlgenährt, die meisten. So, Ivan sagte, Ruine im Osten. Ruine im Osten. Im Osten? Hä? Da ist er. Da ist er noch. Mhm. Das ist doch südlich von uns, oder? Mhm. Mal gucken.
So. Aha. Ich greife an. Ja, tu das. Man, die Gegner sind hier noch nicht so stark. Nee. War denn nicht noch ein anderes Vieh hier? Hm? Ah, da bist du ja. War die Jagd erfolgreich? Ja, doch. Ich habe mich um die Beißer gekümmert. Und, hast du an das Fleisch gedacht? Na klar. Natürlich. Ich wusste, du denkst mit. Jetzt sollten wir unser Lager aufschlagen. Es hat keinen Sinn, weiterzureisen. Oh, meine Beine schmerzen. Hilfst du mir beim Aufbau? Klar. Klar, sag mir einfach, was ich tun soll. Gut, machen wir uns an die Arbeit. Treiben wir etwas Feuerholz auf. So ein Lagerfeuer spendet Wärme und schreckt das Viehzeug ab. Hm? Oh, gemütlich geht zwar anders, aber ich bin zufrieden. Dann sollten wir uns jetzt um das Essen kümmern. Gute Idee. Zum Glück ist die alte Kochstation noch intakt. Wenn du willst, könnte ich uns eine deftige Kartoffelpfanne zubereiten. Oder besser, ich bringe dir bei, wie man das macht. Pass auf, du musst die Kartoffeln schön lange von jeder Seite anbraten. Danach kurz abkühlen lassen und wieder braten. Das macht sie schön knusprig. Dann tust du das Fleisch dazu. Es darf aber nicht zu trocken werden. Einfach scharf anbraten und bei indirekter Hitze garen lassen. Das ist der Trick. Aber ich rede schon wieder zu viel. Hier die Zutaten. Dann ab mit dir an den Herd. Lass einfach nichts anbrennen. Und mach dir ruhig eine doppelte Portion. Ich bin mit einer zufrieden. Interessante Kulisse. Wo ist hier eine Kochmaschine? Aha. Ja. So, Kartoffelpfanne. Nein. Kartoffelpfanne. Genau. Passt ja gerade. Hier, deine Portion. Ah, das riecht ausgezeichnet. Und schmecken wird's mir auch. Hau dich ruhig aufs Ohr. Ich übernehme die erste Wache und halt das Feuer warm. Morgen früh ziehen wir weiter. Gute Nacht. Ah, gute Nacht. Wir müssen uns ja erstmal ein Bett suchen. Ach, hier gibt's ja reichlich. Mhm. Na gut. Falk hält Wache. Mhm. Ah, Scheiße. Nicht schon wieder. Oh, einprägsame Region. Hallo. Und, ausgeschlafen? Ich habe die zweite Wache mitübernommen. Wollte dich nicht wecken. Nett von dir. Unverständliches Zeug im Schlaf geredet. Da dachte ich mir, die paar Extrastunden Schlaf schaden dir sicher nicht. Bin aber nicht müde. Von mir aus können wir aufbrechen. Ja, wir können. Lass uns weiterziehen. An mir soll's nicht scheitern. Mhm. Auf geht's. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich ehrlich werden muss. Aha. Wie meinst du das? Du wirst nicht viele Morkons finden, die von meinem Schlag sind. Ja. Sich mit mir abzugeben, bedeutet in Schwierigkeiten zu geraten. Warum? Ich handle nicht nach den göttlichen Geboten Ravaks. Das bedeutet? Ich treibe Handel mit anderen, obwohl es uns Morkons verboten ist.
Der eigentliche Auftrag lautete, Reisende zu überfallen und ihnen ihre Sachen abzunehmen. Danilo und ich haben das auch eine Zeit lang gemacht, aber es fühlte sich falsch an. Habt ihr sie umgebracht? Ja, wir Morkons sehen im Tod nichts Schlechtes. Der ewige Stillstand ist ein Geschenk. Aber anders als Außenstehende müssen wir uns den Tod verdienen. Pass auf, hey, pass auf. Hast du ihn getroffen? Nö. Gut. Dann weg mit deinem Bogen. Wo war ich? Ah, genau. Zumindest die meisten. Einige Ungeduldige bringen sich auch einfach selbst um. Aha. Verrückter Haufen. Allerdings. Ja, das sind wir. Sag mal, tritt uns doch bei. Gibt sicher einiges, was wir dir beibringen könnten. Naja. Ich meine, solange diese Möglichkeit noch besteht. Denn wenn das Kräfteverhältnis zwischen unseren Abwerbern und Resistenten ins Ungleichgewicht gerät, könnte es zu spät sein. Aha. Also, was sagst du? Konzentrieren wir uns auf den Weg, der vor uns liegt. Kein Ja, aber auch kein Nein. Das reicht mir. Guck. So langsam nähern wir uns der Heimat. Ist das ein Problem? Das wird sich zeigen. Ach. Das sind Wissenteufel, dreh dich um. Ja. Das Vieh gehört mir. Nein, das gehört uns. Ja. Okay. Das sieht hier schon so einladend aus, hä? Was bist du denn? Hey, pass auf, was ist denn da oben? Moment mal. Was denn? Was machst du denn? Ach so. Oh. Hey, wo schießt du denn hin? Ein Bandit. Ja. Was macht der denn? Ach, der schießt mit solchen komischen... Ach, der hat solche Dinger da. Kleine Bomben oder sowas, hä? War das nur der eine? Und wo ist unser Freund? Da steht da hinten. Gut. Hä? Was denn? Vor allem. Ich habe den Schrott aufgehoben. Ach so, verstehe. Oder meinst du das Geräusch? Das war ja. Falk. Das andere Geräusch, genau. Schrott. Ja, wir trödeln doch nicht. Du, der ist so ein Kleptoman. Nein, ist er nicht. Der muss alles sammeln, damit er genau. überleben kann. Das muss sein. Muckefuck. Wer will denn freiwillig Muckefuck trinken? So. Was ist denn Muckefuck überhaupt? Das klingt schon so komisch. Truhe öffnen wir hier. Ja, ja. Was willst du denn jetzt gucken? Tja, öffne mal die Truhe, ich bin neugierig. Was ist denn da drin? Schwarzgebrannter, kleiner Elixitbeutel und ein bisschen Geld. Ja, Geld, weiß ich nicht, was man mit dem Geld hier macht. Verbrennen, wenn es kalt ist oder so. Ja, zum Zigaretten. Aber mit den Zigaretten haben sie es hier, ja, ne? Mit den Kippen. Ah, da ist einer. Der wackelt. Aber doch nicht liegen lassen, die schönen Sachen. Ah, mein Kopf. Ja. Das wird langsam lästig. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Ja, das ist aber nicht so oft sein. Passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, ja. Bedrohlich. Hallo, guck mal, da ist eine von diesen. Da ist schon wieder so eine dämliche Fliege. Die ist jung. Ach, das war nur. Naja, nee. Da ist sie. Die ist wütend. Ah, jetzt nicht mehr. Nee. Ah, Wut kann tödlich sein.
Vorsicht! Ja, wo denn? Ich sehe nichts. Wo bist du? Wo rennst du hin? Ist ja schon hin. Und ach, warum? Das war so ein Hühnchen. Ach so, und warum bist du ja, denn? Ich habe nicht gewusst, was es ist. Ach so. Wollte mich erst mal in Sicherheit bringen. Während unsere anderen tapferen sicher Krieger ist sicher. Gleich gekämpft haben. Ah, schön, weiches Klopapier. Na, bisschen Schrott. Ja, die waren zivilisiert. Schrott mit Wein. Oh. So. Guck mal, hier gibt's ein Meer. Ist heute Weihnachten oder Ostern? Weiß ich nicht. Aber es sind eigentlich nicht so tolle Sachen, die man hier findet. Klein Vieh macht auch Mist. Und dann ist der Geburtstag nicht eines armen Kindes oder so. Die Eltern haben nicht so viel Geld. Gib nur ein paar leere Flaschen. Hat aber auch eine mächtige Waffe hier. Unser Begleiter. Also ist hier noch eine Gegend, wo man... Das ist eine Anfängergegend, genau, ja. Als Anfänger rumlaufen kann. Kann weitergehen. Und? Warum bleibst du stehen? Gib mir einen Moment. Ich will mich nur kurz umsehen. Bin gleich zurück. Halt! Pass auf dich auf. Naja, ist ja nur eine Blutkralle. Das Spuren? Aha. Kommt mir bekannt vor. Obwohl... Nein. Ich muss falsch liegen. Was meinst du? Das war's. Wir können weiter. Ach. Und? Falscher Alarm. Lass uns weitergehen. Gut, aber... Ich hätte auch nicht gerne mehr halt, da sind zwei Leute. So viel zum falschen Alarm. Was sind das für welche? Ich fall vom Glauben ab. Ivan? Tengis sucht dich seit einer halben Ewigkeit. Wo warst du? Und wo ist Danilo? Er ist tot. Ein paar Wochen schon. Wochen? Und statt zurückzukehren, gibst du dich mit diesem... Ich... Also, naja, das war so. Danilo und ich hatten eine Karawane der Berserker ins Visier genommen. Die Beute sah vielversprechend aus. Proviant für einen Monat, Material. Ja, und dieser Typ hier. Nur wir hatten kein Glück. Sie haben sich mit Feuerbällen gewehrt. Und irgendwann stand alles in Flammen. Das totale Chaos. Konnte gerade so meine Haut retten. Danilo aber, nun ja, auch mein Begleiter hier hat es erwischt. Zurücklassen konnte ich ihn nicht. Er will in Danilos Namen unserer Sache dienen. Ach, tatsächlich. Beweise mir, dass deine Worte etwas taugen. Knie nieder und schwöre. Und jetzt schwöre bei Ravak, dass du die Wahrheit gesprochen hast. Du warst ja so unangenehme Typen. Ravak, Gott des Blutes, Gott des ewigen Stillstands. Richte dein allsehendes Auge auf deinen Diener. Ich schwöre, dass sich alles wie berichtet zugetragen hat. Immerwährende Pein soll mich überkommen, wenn ich die Unwahrheit gesagt habe. Aufstehen! Ravak wird entscheiden, ob dein Schwur rein war. Jetzt erzähl mir, ob du auch den Proviant mitgenommen hast. Natürlich. Gut. Dann wird dein Freund deine Geschichte ja sicher bestätigen. Tritt beiseite. Du da, her zu mir. Du wolltest mich sprechen? Wollte ich, und jetzt beantworte mir eines. Stimmt die Geschichte, die Ivan mir erzählt hat? Natürlich stimmt die. Ja, doch. Jedes einzelne Wort. Ja. Sie stimmt. Jedes einzelne Wort. So, so. Und der Teil, dass du dich uns anschließen willst, ist somit auch die Wahrheit.
Interessant. Ravak sei dir gnädig, wenn deine Worte nur hohles Gewäsch sind. Ivan, sorg dafür, dass der Proviant in der Grotte ankommt. Los, verschwindet. Exzellent. Ja, Falk, wir haben exzellent gelogen, aber es war auch nicht anders möglich. Ja, ja. Und wir wollten Ivan auf jeden Fall die Haut retten. Aber also ich glaube, okay, den möchte ich mich bestimmt nicht anschließen. Nein, natürlich nicht. Was war das, Blumeneintopf? Nein, nur ein Blumentopf. Ja, Blumeneintopf gelesen. Na, du hast gerade was gegessen, also Eintopf wirst du garantiert nicht nochmal essen wollen jetzt. Ja. Stimmt. Hallo, Ivan, was meinst mehr du weiter? Denn? Ravak, das ist gerade nochmal gut gegangen. Naja, sind ganz schön schlimm, deine Leute. Ja, dass meine Abwesenheit Wellen schlägt, aber von solchem Ausmaß. Halb Karakis scheint mich zu suchen. Nicht gut. Nee. Und du willst trotzdem zurück? Natürlich. Ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Und ich kann nicht zulassen, dass meine Familie für mich gerade stehen muss. Naja. Besser, wir halten uns ran. Die Zeit drängt. Das danke nochmal, dass du mich nicht in die Pfanne gehauen hast. Auszudenken, was passiert wäre, hättest du nicht mitgespielt. Na, dann hätten sie dich umgebracht. Aber und wir hätten wir den Vorfall? Hoffentlich begegnet uns keine weitere Patrouille. Tja, dann können wir auch nochmal lügen. Hey, das ist Elix. Was machst du denn? Du hast eine Verantwortung für den Typen hier. Na, ja, ich beeil mich ja schon. Aber das kann man doch nicht liegen doch, lassen. Ja, natürlich nicht. Aber du bist nervig. Während du hier sammelst, ist er vielleicht schon umgebracht worden. Wer weiß das schon? Nee, Falk hätte ihn bestimmt beschützt. So. Noch irgendwas hier? Ja. Nein. Kannst du auch schlafen. Hinlegen und schlafen. Man braucht gute Nerven, wenn man das mit einem... Von allen Morkons so behandelt. Oh. Ach, mit den meisten Abwerbern kommt man eigentlich gut aus. Bei den Resistenten hingegen, oh, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Mhm. Nicht, dass du ein falsches Bild von uns gewinnst. Eine gewisse Strenge hat auch was für sich. Das schweißt die Gemeinschaft zusammen. Ja. Wenn du das sagst. Halt, das ist ein Tier. Guck doch mal, da auch. Rechts und links. Etwas, wovor ich dich warnen sollte. Ja, was denn? Keine Sorge, mit den Resistenten komme ich klar. Die meine ich ausnahmsweise mal nicht. Ja, nein. Dieser Gegenstand, ein verflucht mieses Vieh. Ich bin direkt hier. Das ist ein ganz verschlungen, der nicht mieses oh, Vieh. Das wird doch nicht das sein. Nein. Eine Drachenechse. Guck mal, die ist verdammt schlimm. Ja, ja. Oh ja. Mann, Mann, Mann. Du bist tot. So gut wie. Hey. Ja, ist gut. Ein Kampf. Ich wollte dir nur sagen. Hat er auch vorher sagen können. Da hätten wir uns eine andere Rüstung angezogen. Hier, halt, Hilfe. Na? Oh, Falk. Gut, dass Falk dabei ist. Der war wirklich ganz schön groß. Ne? Ah ja. Hast du dieses ja, ja. Vieh gemeint? Hä? Ja, ich schätze mal, ja. Mann, hier muss man ja immer einsammeln. Hm. Naja, ob wir es müssen, weiß so ich nicht. So viel Klopapier. Brauchen wir so viel Klopapier? Brauchen wir hier überhaupt eine so. Uhr? Da müssen wir die Viecher einsammeln, dann kann es weitergehen. Das Tier bewegt sich noch. Vom Wind gebeutelt. Nein, wir wollen ja nicht trollen. So manchen verschlungen, der nicht auf den Wegen geblieben ist. Ja, ja, aber wir haben ihn ja wie voll hoffentlich. Einladend. Nicht wahr? Ja. Also, bleib mir dicht auf den Fersen. Ja. Großer Bruder. Oh, wir haben die Zeit ja schon weit überschritten. Oh ja. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss, bevor wir da reingehen. Ja. Hallo, so, wir müssen mal gerade pause an. Gut, dann okay. Bist du... Ah, nee, was der denn? Muss noch weg. Ach, da ist ja noch ein Tier, ein kranker Pescal. Hey, dreh dich mal um. Ich greife an. Ja. Ist immer lustig, wie die... Da ist noch einer da oben, aber ich glaube, wir schaffen es noch, oder? Wo ist noch? Naja, ist egal. Da über dem Baum steht einer. Vergiss na, es. Na gut. Okay, wir machen jetzt Schluss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.